Das hier sind Florentina und Ladina. Sie sind Schwestern und beide gehörlos, so wie ihre Eltern auch. Darum brauchen sie die sogenannte Gebärdensprache. Die beiden reden auch reden. Nicht alle gehörlosen Menschen machen das, sie aber schon. In Wirklichkeit hören wir halt nicht so gut. Und wir haben dann so ein Hilfsmittel, so das Hörgerät. Wie das genau mit dieser Gebärdensprache funktioniert, das wollte ich herausfinden. Und das erfährst du in deinen SRF Kindernews. Hey und schön bist du mit dabei bei deinen SRF Kindernews. Jedes Jahr am 23. September ist der internationale Tag der Gebärdensprache. In der Schweiz leben etwa 10'000 Menschen, die gehörlos sind. Die meisten von ihnen brauchen die Gebärdensprache. So auch die beiden Schwestern Florentina und Ladina. Bevor wir die beiden jetzt aber besuchen, habe ich dir noch eine Quizfrage. Und zwar wollte ich von dir wissen, was bedeutet das Zeichen, besser gesagt die Gebärde hier? Ist das A. Wasser oder B. Spaghetti? So, jetzt gehen wir aber los zu der Familie von der Florentina und der Ladina. Angela, du bist sicher Florentina und du bist Ladina. Ja. Freut mich sehr. An der Tür hatte ich schon ein erstes grosses Fragezeichen. Wie merken gehörlose Leute, dass es geläutet hat? Für das gibt es ganz eine praktische Lösung. Kannst du gerade auch mal gixeln, was da passiert, wenn ich da läute? Dann gibt es da so ein Blitzlicht. Cool. Bei der Ladina und der Florentina hat man schon als Baby gemerkt, dass etwas mit dem Gehör nicht gut ist. Nachher ist es immer schlechter geworden. Das heisst, sie hören jetzt noch ganz wenig. Ich kann darum mit ihnen in Lautsprache kommunizieren. Also so, wie ich jetzt gerade rede. Wegen der verschiedenen Dialekte machen wir das aber auf Hochdeutsch. So ist es einfacher. Ladina und Florentina, ich habe sehr gestaunt, als ich jetzt da klingelte und euch kennenlernen durfte. Ihr habt mich sofort verstanden. Wie funktioniert das? Wir haben dann so ein Hilfsmittel, das ist so das Hörgerät. Und dann nimmt das halt so auf und gibt das dann direkt so ins Ohr. Kannst du mir das mal zeigen, das Hörgerät? Das sieht also so aus. Ich weiß, es gibt noch einen zweiten Trick, warum ihr mich versteht. Das hat mit den Lippen zu tun. Wie funktioniert das? Man muss halt einfach gut schauen und die, die gut hören, die können das halt nicht so gut, weil sie nicht gelernt haben und ja. Ich stelle mir das Lippenlesen mega schwierig vor und du kannst ja jetzt vielleicht gerade auch mal probieren, an meinen Lippen abzulesen, wenn ich jetzt den sage, ohne Ton. Ich bin mir sicher, die Ladina und Florentina finden es gerade raus, aber probier es auch mal. Der Igel geht bald in den Winterschlaf. Genau. Sehr gut. Also manchmal versteht man das halt nicht immer, weil wenn Leute halt kleine Lippen haben, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Kleine Lippen und eben wahrscheinlich der Vollbart, das ist besonders hilfreich für euch. Ja. Was habt ihr jetzt gerade gespielt? Ich sehe, was du nicht siehst und das halt einfach in Gebärden. Am Schluss vom Spiel hast du dieses Zeichen hier gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet ja auf Gebärdensprache. Also du hast es jetzt schon mitbekommen. Neben dem Lippenlesen kann auch Gebärdensprache eine Möglichkeit sein, dass sich gehörlose Menschen verstehen. Wir haben jetzt schon mal gelernt, dass der da heisst ja. Und was es genau mit dieser Gebärdensprache auf sich hat, das erklärt mir dir jetzt. Die Gebärdensprache ist eine Sprache, mit der sich gehörlose oder schwerhörige Menschen verständigen können. In der Gebärdensprache wird nicht mit der Stimme, sondern mit dem Körper gesprochen oder eben gebärdet. Mit den Händen, den Armen, dem Oberkörper und dem Gesicht. Um Gebärdensprache zu verstehen, braucht es also nicht die Ohren, sondern die Augen und man muss die ganze Zeit Blickkontakt miteinander haben.
In einer einzigen Gebärde stecken meist viel mehr Informationen drin als in einem gesprochenen Wort. Zum Beispiel je nachdem, wo genau die Hände sind, welchen Gesichtsausdruck eine Person beim Gebärden macht und welche Worte sie lautlos mit dem Mund formt. In Gebärdensprache lässt sich alles ausdrücken, was sich auch mit Lautsprache ausdrücken lässt. Manche Gebärden sind wie ein mit dem Körper dargestelltes Bild. Zum Beispiel die Gebärde für Baby. Andere sind nicht so leicht zu verstehen, wenn man sie nicht gelernt hat. Zum Beispiel die Gebärde für den Begriff Grün. Dazu gibt es noch das Fingeralphabet. A, B, C und so weiter. Zu jedem Buchstaben gehört ein Handzeichen. In der Gebärdensprache wird es zum Beispiel verwendet, wenn ein Name oder ein unbekanntes Wort buchstabiert wird. Übrigens, so wie es in der Lautsprache Chinesisch, Russisch oder Spanisch gibt, so gibt es auch ca. 200 verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt. In der Schweiz zum Beispiel deutschschweizerische, französische und italienische Gebärdensprache. Und innerhalb der Deutschschweiz gibt es sogar 5 Gebärdendialekte, nämlich in Basel, Zürich, St. Gallen, Luzern und Bern. Schon vor rund 200 Jahren gab es die ersten gehörlosen Schulen in der Schweiz. Leider begann im Jahr 1880 eine lange Zeit, in der Gebärdensprache verboten war. Gehörlose Kinder sollten lieber Lautsprache sprechen und von den Lippen ablesen lernen. Erst vor rund 40 Jahren begann sich dies wieder zu ändern und heute ist es für viele Gehörlose oder Schwerhörige selbstverständlich, in ihrer Schule Gebärdensprache zu verwenden. So spannend, da habe ich auch nicht gewusst. Es gibt also eine Gebärdensprache auf Französisch und auch auf Deutsch. Und das beste Beispiel sitzt jetzt hier gerade neben mir, Ladina. Du kommunizierst in Gebärdensprache Französisch und Deutsch. Und hast ein Beispiel mitgebracht? Ja, also Hund auf Französisch, ja, ist so. Mhm. Und Hund auf Deutsch, ist so. Ladina und Florentina kennen also verschiedenste Wege zum Kommunizieren. Sie brauchen die Lautsprache, durch das können sie auch ins Dorfschulhaus in die Schule, zusammen mit hörenden Kindern. Sie brauchen Gebärdensprache, zum Beispiel mit den Eltern zu kommunizieren, wo beide gar nichts hören. Und das, was sie jetzt gerade machen, ist aber nochmal etwas anderes. Dem sagst du «godieren». Und das ist wie eine Mischung aus Lippenlesen, Lautsprache und Handzeichen. Selina, also die Mami von der Ladina und der Florentina, hat mir erklärt, warum sie das «godieren» brauchen. Also «Butter», «Mutter» oder «Futter». Das ist alles gleich auf den Lippen, aber man kann schon leicht unterscheiden. Aber wenn man eben so viel ablesen muss, dann kann es schnell gehen, dass man den Unterschied nicht mehr merkt. Also du siehst, das Codieren kann mega helfen, dass man sich halt besser versteht, weil es gibt auch viele Wörter, auch im Deutschen, vor allem auch im Französischen, die mit Lippenlesen einfach gleich aussehen. Und das ist auch ein gutes Hilfsmittel. Ich staune nicht schlecht, als ich erfahren habe, dass Florentina auch Cello spielt. Ein schwieriges Instrument, gerade wenn man nicht hört oder nicht so gut hört. Cello spielen ist aber der Florentina ihren Traum. Das Hörgerät und die Vibration vom Instrument helfen ihr zum Spielen. Wenn man eben nicht hören kann, und dann ist es gut, wenn man drauf tun kann, weil man spürt, also wie man spielt, weil man spielt kräftig und dann man spielt nicht, dann klingt es gar nicht so schön. Darf ich meine Hand auch mal auf dein Cello legen und so die Töne spüren? Ja? Gut. Spannend. Zum Glück gibt es dich, Florentin. Ich wäre sonst nie drauf gekommen, um Musik einmal so zu spüren. Also, der Pius ist da schon am Kochen. Pius, wir haben noch ein Quiz mitgebracht für diese Sendung. Du kannst mir sicher verraten, was das hier heisst.
Tarte ist Spaghetti. Darunter ist ein Teller mit einer Gabel. Das muss man so aufdrehen und dann macht man so. Die richtige Lösung des Quiz ist also B, Spaghetti. Heute gibt es aber keine Spaghetti, sondern einen feinen Hörnli-Auflauf. Der Pius ist fertig mit Kochen. Das Essen ist bereit, nur die Kinder sind noch nicht rum. Also jetzt blinkt es da, da heisst es für die Mädels, yes, es gibt's Nacht. Da kommen sie schon. Essen! Dann wünsche ich euch einen guten Appetit und danke vielmals. Tschüss! Schönen Abend. Den Besuch haben wir Eindruck gemacht, weil ich fest staunen musste, in wie vielen Sprachen die Familie kommunizieren kann. Und was ich persönlich auch schön finde an der Gebärdensprache ist, dass man ganz fest mit dem Gesichtsausdruck und auch mit den Händen arbeitet. Und vor allem auch, dass man sich beim Schwätzen anschaut. Übrigens werden alle unsere SRF Kindernews auch in Gebärdensprache übersetzt. Im Sommer hat die Schweiz meistens mehr als genügend Strom und kann diesen sogar anderen Ländern verkaufen. Vielleicht hast du das ja auch schon gesehen. So können auf jeden Fall Florentina und Ladina unsere Sendung anschauen. Schön, dass du mit dabei warst bei deinen SRF Kindernews. Bis zum nächsten Mal und danke.